begrüße Sie jetzt einfach so. Ja, die heutige verlegte Stolperschwelle wird an die rund 400 russischen, ukrainischen, italienischen, holländischen und französischen Zwangsarbeiter erinnern, die bei den Firmen IG Farbwerke Höchst und TransEG gezwungen waren, hier tätig zu sein. Hinter dieser hohen Zahl, nämlich 400, stehen 400 Menschenleben. 400 Menschen, die aus ihren Heimatländern verschleppt wurden, denen die Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, durch das NS-Regime auf grausamste Weise geraubt wurde, und manchen letztlich auch das Leben selbst, denn einige sind hier auch gestorben. Denn diese Stolperschwelle, die hier verlegt wird, setzt ein wichtiges Erinnerungszeichen für diese Zwangsarbeiter. Und die MVV Gersthofen hat sich als erster Industriebetrieb in Schwaben aus Eigeninitiative dazu entschlossen, die Patenschaft einer solchen Gedenkschwelle zu übernehmen. Ja, meine Damen und Herren, diese Gedenkschwelle soll eben an das Leid der Zwangsarbeitenden erinnern und gleichzeitig soll sie uns eine Mahnung sein. Denn sie weist darauf hin, dass das nationalsozialistische Unrecht, dass die Gräueltaten eben nicht im Geheimen stattgefunden haben. Sie mahnt uns, Verantwortung zu übernehmen, innezuhalten und nie zu vergessen. Ich danke Ihnen. Ich freue mich sehr, dass die Verlegung unserer Stolperschwelle auf so großes Interesse stößt. Und begrüße Sie alle. Als Herr Dr. Lehmann Ende 2019 wegen der Stolperschwelle Kontakt mit uns aufgenommen hatte, war es für uns keine Frage, dass wir uns der Aktion anschließen wollten. Dafür gab und gibt es viele gute Gründe. Die Erinnerung daran, welches Leid, Elend und Vernichtung das Naziregime über Europa und die Welt gebracht hat. Und das Gedenken an die Opfer. Mit der Verlegung der Stolperschwelle soll erinnert werden, soll gedacht werden. An die rund 400 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die im heutigen Industriepark für die Firmen IG Farbenindustrie und TransEhe unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten, und an die vielen, die diese Zwangsarbeit mit ihrem Leben bezahlt haben. Wir sind Herrn Dr. Lehmann und allen seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern sehr dankbar, dass sie sich so vehement und mit so viel Einsatz für das Gedenken einsetzen und dass sie mit ihren umfangreichen Recherchen den Opfern ein Gesicht und einen Namen geben und die Erinnerung so konkret machen. Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir in allem, was wir tun, dem Unrecht entgegentreten und die Demokratie verteidigen. Danke an Sie alle, dass Sie uns dabei unterstützen. Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, für die Erinnerungskultur in Gersthofen ist heute ein bedeutsamer Tag. Zum ersten Mal hat sich ein Industriebetrieb in Bayern dafür entschieden, mit einer Stolperschwelle der Menschen zu gedenken, die im Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert wurden. Der MVV Industriepark als Nachfolgebetrieb hat beispielhaft gehandelt. Ich bedanke mich insbesondere natürlich bei Gunter Demnig, dass er gekommen ist, und weil ich gerade dran denke, dass am Mittwoch er Geburtstag hat, natürlich insbesondere. Also herzlichen Glückwunsch, Gunter Demnig. Zwangsarbeit war im Zweiten Weltkrieg ein Massenphänomen. Ohne die Arbeitskräfte dieser Menschen wäre die gesamte industrielle Zivil- und Rüstungsproduktion zum Erliegen gekommen. Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen wären zusammengebrochen. Das System Zwangsarbeit basierte auf Entrechtung, Ausbeutung, Terror. Von den Menschen, um die es geht, wissen wir nur sehr wenig. Über ihr Alltagsleben, das geprägt war von Leid und Unrecht, von Zerstörung und Terror, von ruinierter Gesundheit, gestohlener Lebenszeit und verlorenen Perspektiven. Für die Firma TransEhe
sind wir in der glücklichen Lage, dass uns die Tagebücher der italienischen Militärinternierten Anselmo Mazzi und von Fulvio De Petroni überliefert sind. Giorgio Gregori, in seinem späteren Leben Historiker, vermittelt uns Einblicke in die Lebens- und Arbeitsverhältnisse bei der Firma IG Farbwerke Höchst in Gersthofen. Fulvio De Petroni, einer der italienischen Militärinternierten, berichtet: In der Fabrik wurden die schwersten und ungesündesten Arbeiten, wie das Hantieren mit Säuren, unter anderem von den Russen ausgeführt. Sie haben ein miserables Leben, arbeiten 10 bis 11 Stunden pro Tag und werden ärger als Tiere behandelt. Schweigend und ruhig ertragen sie alles. Wir, die wir die Russen stets nur als Barbaren betrachtet haben, sind betroffen und denken, dass es vielleicht nur Propaganda war. Der Ingenieur Gerhard Hermann Schnaubert, angestellt bei der Firma HC Stark und in Peenemünde bei der Herstellung von Raketentreibstoff tätig, kommt im Februar 1944 nach Gersthofen, um für den Endsieg die Kräfte zu bündeln. Er macht sichtbar Druck auf die Arbeitsvorgänge und die Zwangsarbeiter. Wir sind in der glücklichen Lage, heute Herrn Fabian Schnaubert begrüßen zu dürfen, den Enkel des Ingenieurs. Er wird noch zu uns sprechen. Aber nicht die Geschichte der Lechchemie und der Transehe stehen heute im Vordergrund, sondern das Leiden, die subjektive Erlebens- und Wahrnehmungsebene der Zwangsarbeiter. Hallo, wir sind das W-Seminar des Paul-Klee-Gymnasiums und wir werden nun Auszüge des Tagebuch und aus Biografien italienischer Zwangsarbeiter vorlesen, angefangen mit dem italienischen Militärinternierten Anselmo Mazzi, der 1906 in Arezzo geboren wurde. Das Leben in der Baracke von Gersthofen war grauenvoll. Wir mussten um 5 Uhr aufstehen, um kurz danach fertig zu sein, wenn der Chef der deutschen Truppe oder ein Wachposten kam, um uns zum Arbeiten zu bringen. Die Essensrationen. Das Essen war schlecht, geeigneter für Tiere als für Menschen. Ein Wunder, dass der Magen das ausgehalten hat. Nur eine einzige Frau verdient unsere Bewunderung. Im vergangenen Winter näherte sich uns Gefangenen jeden Tag Frau Rose, schaute blitzschnell herum, überreichte dann einen schönen warmen Brotlaib. Die gute Frau bot uns 3 Monate lang 50 Laibe Brot, viel Obst und auch Fleisch an. Sie wurde bei der Polizei denunziert und erlitt viele Unannehmlichkeiten, machte jedoch weiter mit ihrem Werk der Nächstenliebe. Einen guten Morgen auch nochmal von uns. Wir verlesen jetzt aus der Biografie von Giorgio Gregori, Zwangsarbeiter bei der Firma Farbwerke Höchst in Gersthofen. Im September 1943 wird er gefangen genommen und nach Deutschland deportiert. Nach Zwangsarbeit in Grunau und Sonthofen wird er im August 1944 mit anderen Häftlingen zur Zwangsarbeit in Gersthofen abkommandiert. Die Arbeit ist sehr beschwerlich. 3 bis 4 Stunden pro Tag muss Giorgio die Gasmaske aufsetzen, um sich vor den Chlorgasen und vor dem Kontakt mit dem krebsfördernden Quecksilber und der Schwefelsäure zu schützen. Noch gefährlicher ist die Abteilung, in der die Laugenfusion stattfindet. Dort arbeitet jetzt zur Strafe Salvatore, der Kalabrier. Weiter mit dem Italiener Espedito Neve, ab September 1943 Zwangsarbeiter in Gersthofen. Lebens- und Arbeitsbedingungen bei der Firma Transehe in Gersthofen. In Gersthofen werden sie in einem umzäunten Gelände untergebracht. Abschließend noch eine Liste der verstorbenen Zwangsarbeiter in Gersthofen. Angefangen mit Bobier Reinmund aus Frankreich, 24 Jahre alt. Rossi Gino, Italien, 19 Jahre. Und Pedro aus Russland, 24 Jahre alt. Hallo zusammen. Als Enkel von Gerhard Schnaubert, welcher in den Erinnerungen der Internierten als schwarze Bestie von Gersthofen bekannt war, ist es für mich Pflicht und Ehre zugleich,
die Erinnerung an das Geschehene lebendig zu halten. Ein ganz normaler Bürger, und doch gibt es hier eine dunkle Seite. Ein Mensch, welcher Mitmenschen nicht das Schwarze unterm Nagel gönnte, welcher sich gegenüber Mitmenschen derartig verhielt, dass er sich den Titel Schwarze Bestie von Gersthofen erarbeitete. Er schaffte es, diese schwarze Seite vor seiner Familie versteckt zu halten. Warum er so handelte, werde ich vielleicht nie erfahren. Weitersuchen nach der Wahrheit werde ich weiterhin, das verspreche ich. Ich möchte daran erinnern, dass wir jetzt im Anschluss eine Veranstaltung in der Anna-Pröll-Schule haben. Dort werden für Josef und Anna Pröll zwei Stolpersteine verlegt. Ich darf mich sehr herzlich für Ihr Kommen bedanken. Liebe Kinder, liebe Schüler, liebe Jugendliche, herzlich willkommen, liebe Hausherrin, liebe Puschner, liebe Initiatoren, lieber Dr. Lehmann. An der Stelle, da darf ich natürlich auch den Künstler Gunter Demnig ganz herzlich begrüßen, der schon am Arbeiten ist. Es ist ein besonderer Anlass, dass wir heute hier diese Stolpersteinverlegung machen. Dies hier, Anna Pröll, ist ein Stück der Geschichte von Gersthofen, und diese Geschichte, die dahinter steht, die dürfen wir niemals vergessen, wir werden sie auch nicht vergessen, und insofern bedanke ich mich bei allen, die dazu beigetragen haben, heute für diese Veranstaltung entsprechend aktiv das Ganze unterstützen, und insofern darf ich mich an der Stelle verabschieden, und ich bedanke mich bei allen und natürlich beim Künstler, der auch wieder zugestimmt hat, für das größte Denkmal in dieser Art in Europa, dass wir in Gersthofen heute ja schon die dritte Verlegung haben. In diesem Sinne Dankeschön und eine schöne Veranstaltung. Ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich, dass die Anna Pröll Mittelschule als Verlegeort der Stolpersteine für Anna und Josef Pröll gerne hat die Schule diese Patenschaft übernommen. Mit den Stolpersteinen pflegen wir das Gedenken an Anna Pröll ausdrücklich. Ich schließe mit dem Zitat von Anna Pröll, das auch schon an ihrem Geburtshaus in Pferse angebracht wurde und das wie kein anderes zu einer Schule passt. Ich möchte, dass die Kinder ohne Angst vor der Zukunft aufwachsen können. Nie mehr sollen Menschen Krieg oder Faschismus erleiden müssen. Vielen Dank. Eine Ehre für mich, heute da sein zu dürfen bei diesem besonderen Anlass. Durchmischte Art, doch manchmal kommen Leute und kriegen. Steh auf! Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Gäste, dank der Benennung der Mittelschule nach der Widerstandskämpferin Anna Pröll und der Realisierung des Kunstwerks von Thilo Droste ist die Anna Pröll-Schule bereits zu einem Leuchtturmprojekt geworden. Erfolgt die Verlegung der Stolpersteine für Anna und Josef Pröll, Widerstandskämpfer, die jahrzehntelang hier gewohnt haben, die auch nach dem Krieg ausgegrenzt und oft genug schikaniert worden sind. Wenn die Steine von Gunter Demnig hier in der Schule verlegt werden, steckt dahinter, wie könnte es anders sein, auch eine didaktische Intention. Die Schulgemeinschaft wird durch die Steine daran erinnert, dass das Schicksal der Anna Pröll nicht isoliert betrachtet werden sollte. Wer Anna Pröll denkt, muss Karl und Rosina Nolan
Josef, Fritz, Alois und Maria Brönn mitdenken. Sie alle haben sich im Kampf gegen ein Unrechtssystem auf ihr Gewissen gestützt und sind ihren Werten treu geblieben. Dafür haben sie unsägliches Leid in Kauf genommen. Karl Nolan, Fritz, Alois und Maria Pröll haben dabei ihr Leben verloren. Erinnern ist kein einmaliger Prozess, sondern eine permanente Form der Selbstvergewisserung, eine Reflexion auf die Werte, welche Anna und Josef Pröll und die gesamte Familie symbolhaft verkörpern. Achtung vor der Würde des Menschen, Gerechtigkeit und Toleranz, Erziehung im Geiste der Völkerverständigung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, verantwortlicher Gebrauch der Freiheit. Anna Nolan, später dann Pröll, wurde am 12. Juni 1916 in der Augsburger Straße 5 in Augsburg geboren. Geprägt von ihren Eltern hatte Anna in Augsburg eine Widerstandsgruppe aufgebaut und war in den kommunistischen Jugendverband eingetreten. Annas Gruppe verteilte nachts Flugblätter und Zeitschriften gegen die Nationalsozialisten. Bei einer Razzia wurde sie verhaftet. Als Anna 1937 entlassen wurde, war ihre Verfolgung jedoch noch nicht zu Ende. Ihr Vater Karl Nolan war inzwischen im KZ Dachau ermordet worden. Obwohl ihr Privatleben von Monaten ständig überwacht wurde, verlobte sie sich mit Josef Pröll. Im gleichen Jahr, als ihr erster Sohn geboren wurde, schlug die Gestapo Augsburg zu. Bei Kriegsanbruch am 1. September 1939 wurde Josef Pröll wieder verhaftet. Unmittelbar nach der Befreiung der Menschen aus den Konzentrationslagern wandte sich Anna Pröll ehrenamtlich sozialen Aufgaben zu und half in Not geratenen Menschen, die durch die Bombenangriffe alles verloren hatten. Bis ins hohe Alter betreute sie zusammen mit ihrem Mann Josef über 20 ehemalige Augsburger Häftlinge und Opfer aus der Zeit des Nationalsozialismus. Josef Pröll, der Ehemann von Anna Pröll, wurde am 19. März 1911 in Augsburg geboren. 1936 lernte er Anna Nolan kennen. Obwohl die Gestapo versuchte, diese Verbindung zu verhindern, heirateten die beiden am 5. November 1938 am 16. Februar. Am 16. Februar 1939 kam ihr Sohn Rudolf zur Welt. Am 1. September 1939 um 6 Uhr morgens wurde Josef Pröll an der Arbeitsstelle als politisch unzulässig und rückfällig verhaftet ins KZ Buchenwald gebracht, wo er später auf seinen Bruder Fritz traf. Dort war er Mitglied der illegalen Lagerorganisation. Insgesamt war Josef Pröll 8,5 Jahre in den Konzentrationslagern Dachau, Matzweiler und in Buchenwald. Am 11. April wurde er von 1945 wurde er von den US Army befreit und konnte am 8. Mai 1945 schließlich zu seiner Familie zurückkehren. Er schloss sich erneut der KPD an und wurde 1947 Mitglied des Verbandes der Verfolgten des Nazi-Regiments VVN. Denken Sie frei, wer kann Sie erraten? Sie ziehen vorbei, wie Gedanken sind frei. Und die Kolonne bleibt zusammen, Gleichschritt, und ihr werdet unbesiegbar sein. Vielfalt, du darfst in deinem Tempo lernen. Vielfalt, du darfst deine eigene Meinung haben. Vielfalt, du bist akzeptiert, so wie du bist. Wir sind vielfältig, Klasse 9M.